Guten Morgen, liebe Freunde, herzlich willkommen an diesem wunderschönen zweiten Advent, den ich euch natürlich allen auch wünsche. Wollen wir wieder ein bisschen Satisfactory zocken und ja, es geht natürlich direkt los an dieser Stelle. Ich habe in Abwesenheit hier auch schon wieder ein bisschen gebastelt an der einen oder anderen Stelle, wenn man sieht, das Gebäude ist wieder ein bisschen höher geworden. Das ist auch so ein Teil, an dem ich heute so ein bisschen mitarbeiten werde noch. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier die neuen Steps so langsam aber sicher auch kriegen. Ne? Das ist hier, ne? Haben wir schon alles im Sack, glaube ich zumindest. Ja, genau. Bis 6 haben wir alles im Sack. Den Kalender, den haben wir schon hergeräumt hier. Und ja, ich sagen, achso, für alle, die nicht wissen, wo der ist, ne? Adventskalender bei Satisfactory ist hier im Kommandomodul Nevert. Ne? Kann man sich dann, wenn man die Zahlen nicht findet, ne, kann man sie unten eingeben, Get reindrücken und blinkt die entsprechende Stelle auf. Ja. Ein bisschen geschmückt gibt es auch, ne? Ein bisschen geschmückt haben wir auch schon hier. Ah, wie man sieht, ne? Ein bisschen was gemacht, ein bisschen höher, ein bisschen größer geworden hier alles. Ich könnte das vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten, aber ansonsten ist da schon gar nicht mal schlecht geworden. So. Und da ist die schöne Weihnachtswand. Huch, da steht ein Geschenk rum. Kann man nämlich auch einsammeln, ne? Dann kriegst du dann 5 Geschenke dazu. Brauche ich allerdings nicht mehr, weil da oben unter dieser schicken Beleuchtung, ganz oben, da stehen nämlich Geschenkebäume. Produzieren pro Baum 15 Geschenke pro Minute und da gibt es eine richtig coole Weihnachtsmittelproduktion schon, die da läuft. Du könntest das hier mal angucken. Wir springen einfach mal da hoch. Ah. Apropos springen. Ich habe es endlich getan. Ich habe ein Jetpack. Bin auch schon. Ich bin auch noch nicht ganz so häufig abgestürzt. So, ja, hier oben ist sie dann, die Weihnachtsmittel Production. Ne? Hier geht das dann los. Ja, die Bäume, die produzieren Geschenke. Die kann man übrigens nicht anklicken oder so und manuell die Geschenke rausholen. Man muss ein Fließband anschließen, sonst funktioniert das nicht. Also Bäume nur bei Fließband. Und dann kommen die da raus. Ja, und wenn man das dann lang genug laufen lässt, dann sieht das irgendwann, guck mal da, Geschenke, sieht das irgendwann so aus. Ach nee, so aus, ne? Ist alles voll. Den Container habe ich mal andersrum gebaut, das heißt, der wird von oben nach unten versorgt, aber oh, wir erleben gerade den letzten Stack, der hier voll wird. Dann ist dieser Lagercontainer voll und dann gibt es natürlich hier auch, sieht da bestimmt aus wie die Werkstatt vom Weihnachtsmann, hier so einen schönen Geschenkerückstau auf dem Band. Ja, hier brauchst du dann noch so ein paar andere Sachen dazu. Kupferbarren dazu und ein bisschen Eisenbarren. Hurra! Das war das Eisenbarrenband, auf dem ich hier gerade gefahren bin. Ja, und hier gibt es dann die entsprechenden Sachen. Dann hier die rote Kugel, die blaue Kugel, Kugel. Geschenke wollte ich gerade sagen. Nein, Zweige. So Sachen, die man hat zum Bauen braucht für das eine oder andere. Zuckerstangen gibt es. Dann hier die Schleifen. Ja, und aus diesen Sachen, da wird natürlich auch wieder was raus. Ein paar Sachen wandern halt ins Lager. Ne? Und ansonsten werden aus den blauen Kugeln und Eisen mit Eisenkugeln. Und aus den, hier auf der Seite, aus den roten Kugeln und Kupfer, da werden dann die Kupferkugeln.
Und das wäre natürlich alles schon ganz schön, wenn es da nicht noch weiter ginge. Ne? Aus Kupferkugeln und aus Eisenkugeln werden nämlich dann Kugelbündel. Braucht man auch, um im Weihnachtsevent nachher weiterzukommen, davon brauchst du sogar ziemlich viele. Also von diesen Kugelbündeln brauchst du relativ viele und von diesen Kugeln hier auch. Deswegen habe ich die auch ins Lager geführt. Und genauso wie diese Zweige hier, die gehen auch ins Lager. Und hier gibt es dann eben noch aus Zweigen und Kugelbündel nochmal Dekorationen, die man herstellt. Ne, die habe ich relativ weit runtergestellt, weil das hat ziemlich lange dauert, bis hier so ein Bündel mal fertig ist. Ich habe hier jetzt auch keine super effektive Produktion gebaut, sondern wollte einfach nur, dass da ein bisschen was hergestellt wird. Ne? Ja, das geht dann hier schön über einen Lauf, beziehungsweise Fließband. Können ja mal da hochjetten gleich. Das ist ganz gut. Ja, wir machen das mal. Lass uns doch mal nach oben gehen. Ja, so ein paar Treppen eingebaut, wenn ich zu dröge wird. So. Und hier gibt es dann. Tada! Schleifen. Hier gibt es Zuckerstangen. Hier gibt es Zweige. Wie viel haben wir davon? Auch schon recht viele. Da gibt es dann hier die noch nicht ganz so viele Dekorationen. Ich glaube, davon brauche ich 200 Stück oder so. Aber nur so nach und nach produziert sich das und dann geht das weiter. Die kennen wir schon, ne? Die stelle ich natürlich auch inzwischen hier oben her. Die Quarzoszillatoren, allerdings in dieser Produktionsreihe hier. Dafür brauchte ich natürlich die Signalisatoren. Signalisatoren, so. Man kann es natürlich auch falsch betonen, ne? Das ist natürlich auch möglich. Signalisatoren. Und natürlich Moon. Moon ohne Ende. Die nicht unwichtig ist, weil ich mir ja was zum Bollern gebaut habe. Ne? Ich habe hier so ein schickes. Also es. Ah. Schickes Gewehr geholt. Leider nur 10 Schuss und dann nächste Magazin. Aber so eine Fernkampfwaffe, die hat was. Man verliert nicht mehr ganz so viel Leben, wenn man irgendwelche Viecher trifft. Wenn sie weit genug weg sind, kriegt man sie sogar erlegt, ohne dass sie einen überhaupt erstmal registrieren. Genau, dann die bunten Kugeln, davon ist auch schon reichlich. Ja. Dann habe ich nochmal, wenn ja gedacht, ich benötige auch nochmal hier so ein bisschen Schwarzpulver extra. Für das eine oder andere braucht man das auch. Und hier sind dann nochmal, die habe ich zwischengeschoben, ein paar Kugeln. Die roten und die blauen, die habe ich tatsächlich nirgendwo für irgendwelche Sachen, die man bauen kann, gefunden. Deswegen. So, hier sind noch zwei leere Slots. Genau. Ja, wie gesagt, die habe ich halt nicht gefunden für irgendwas. Ne? Für den großen Baum brauchst du die nicht. Für Zuckerstange brauchst du die nicht. Ich kann große Zuckerstangen bauen. Cool. Das ist ja cool. Können wir uns mal so eine Wegrand von bauen oder so. Oder wir bauen uns die mal irgendwie vorne mit auf Deck, so als Deko. Das ist bestimmt cool. Okay, können wir ja gleich noch machen. Ja, das ist der Geschenkebaum, wie man schon sieht. Da ist so ein Lagerausgang. In die richtige Richtung drehen und dann Fließband anschließen. Lichterketten gibt es auch, total cool. Ne, kannst du dann irgendwo an Elektromastenleitung, wie auch immer, anschließen und dann leuchtet's. Einziger Nachteil, es bilden sich diese Wandverteiler nicht von alleine.
So, dann haben wir noch die Schneekanonen. Davon hatte ich auch mal eine gebaut. Aber ich muss gestehen, die sind sehr. Naja, sagen wir mal so, es kommt nicht allzu viel raus. Effektiv ist anders. Ja, so viel dazu auf jeden Fall, ne? Und hier oben ist dann noch mal das Lagerdeck, sage ich einfach mal. Aber da kann man natürlich auch noch ein bisschen was hinbauen. Vielleicht schieben wir die Decke auch noch ein bisschen höher und richten hier schon die nächste Produktion ein. Ich weiß es noch nicht ganz genau, was ich hier mit diesem Zwischendeck mache. Vielleicht lasse ich es auch einfach ein Zwischendeck sein. Na, und von hier aus geht es dann runter in die Produktion. Das finde ich übrigens auch cool, diese Wände, die es hier gibt. Schöne Glaswände mit so Muster drin. Ja. Genau. So wirklich irgendwelche anderen neue. Achso, die Lichterkette wollte ich ja mal einmal kurz zeigen. Ne? Da oben hängt eine. Die kannst du dann einfach. Und nach kannst du die einfach rüberführen und dann hast du da oben die Lichterchen. Die sind bei mir jetzt allerdings hier mit dem mit diesem Gerät gekoppelt. Das heißt, die, weiß gar nicht, gehen die an aus? Nee, die leuchten tatsächlich dauerhaft, obwohl dieser Verteiler eigentlich keinen Strom haben dürfte. Ist halt kein Beleuchtungselement, aber das finde ich auch interessant. Könnte ich da jetzt eine Maschine dran anschließen und hätte Saft? Ich meine, die Beleuchtungssteuerung steht auf Nacht, aber auf an. Ne? Ja, und wir haben Strom, okay. Du brauchst noch nicht mal extra, brauchst nur ein so ein Ding in den Stromkreis rein und dann kannst du überall die Lampen anschließen. Das wusste ich gar nicht. Aber es ist interessant zu wissen. Es sei denn natürlich wahrscheinlich, ich mache sie aus. Ne? Wenn ich sie ausmache, dann kommt nichts mehr an, oder? Lichterkette leuchtet noch, doch. Strom geht weiterhin durch, das Ding schaltet tatsächlich nur Lampen. Was ist das denn? Ja, schön zu wissen. Also man braucht keinen eigenen Stromkreis, wie ich das ursprünglich angenommen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Jetzt wisst ihr es auch. Ja. Passt auf jeden Fall, ne? Gut. Ein bisschen was gebaut habe ich, wie man sieht. Ne? Ein bisschen aufgebaut das Gebäude. Aber ich habe zum Beispiel noch keinen, in meiner Elektronikhalle hinten habe, da habe ich auch noch nicht wirklich weitergemacht. Bin ja mal dahin. Weil die sieht nämlich auch noch so ein ganz klein bisschen mau aus. Geschenke in meiner Halle. Nun, wenn man sieht, noch kein Dach drauf. Das heißt, wir können eigentlich auch mal die Halle fertig machen, ne? Es ist ja eine zweite Halle da. In der zweiten Halle kann man ja dann auch noch bei Gelegenheit oben was oben drauf bauen. Zumindest der Grund, warum ich als Dach gerne auch die Glasfundamente nehme. Erstens mal scheint ein bisschen Licht durch, tagsüber, nachts natürlich auch. Nicht ganz so viel. Und man hat oben einen ordentlichen Abschluss. Sieht aus wie ein Glasdach, was es ist in dem Moment. Und ja, wenn man dann weitermachen möchte, baut man einfach oben drauf. Das heißt, die Gebäude hier sind quasi zukunftsfähig. Und das hier mache ich mal weg. Da ich die nicht wirklich brauche, tue ich die mal
in die Tonne. Und ja, lass uns doch erstmal hier so ein bisschen das Dach zumachen, wa? Und dann können wir uns ja überlegen, wie wir hier eventuell die Computerproduktion noch ein bisschen hochfahren. Aber ich stelle ja hier, die eigentlich her. Genau, hier stelle ich Platinen her. Boah, da kommen schon wieder Pakete von oben. Meine Güte. Hier stelle ich Supercomputer her, aber nicht sehr effektiv, muss ich sagen. Und Supercomputer brauche ich ja doch einige. Heißt, ich könnte da vielleicht gleich auch noch mal ansetzen und die Produktion noch ein bisschen hochfahren. Können wir das ja hier sogar kombinieren. Irgendwie noch eine zweite Computerstrecke dazu, zweiten KI-Begrenzer, vielleicht noch irgendwie Highspeed-Anschluss dabei oder so. Weil da scheint es ja relativ gut zu laufen. Und dann hier die Produktion noch ein bisschen hochzufahren. Ich weiß nicht, woran es stockt. Aus irgendeinem Grund habe ich die Produktion ja runtergefahren auf 20%. Ich nehme an, dass es an den Computern liegt. Ja, er hat's gleich. Dann bin ich gespannt, was fehlt. Aber ich glaube, ich sehe schon. Die anderen Stacks sind ja alle voll und bei Computern dauert's. Müsste also eigentlich daran liegen. In der Theorie. Da war er. Siehst du? Die Computer kommen nicht schnell genug. Das heißt, ich brauche noch eine zweite Computerproduktion. Dann kann ich hier auch noch mehr wieder. Vielleicht können wir die Computer auch ein bisschen schneller produzieren lassen, indem wir einfach den, ich sage jetzt auch einfach den Grundeinlass ein bisschen erhöhen. Aber dafür müsste ich jetzt erstmal wieder wissen, woran es hier liegt. Ich meine, es ist ja alles voll. Voll, voll. Ja, wisst ihr was? Ich habe ja hier, ich hatte doch ein Problem mit der, meine, ich hätte ein Problem gehabt mit der Schraubenzufuhr. Nee, Quatsch, mit der Kunststoffzufuhr. Die war, glaube ich, nicht mehr hoch genug. Aber da wir jetzt da hinten letzte Mal die ganzen Kraftwerke da hochgefahren haben, scheint jetzt genug Kunststoff anzukommen. Wir probieren das einfach mal aus und ballern die mal auf 100%. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Schauen wir mal, was passiert. Ja, bis dato sieht es ja ganz gut aus. Das heißt, wir gucken uns das gleich auch noch mal an, wie lang oder wie schnell das dann gleich hier vonstatten geht und ob hier gleich irgendwas fehlt. Das heißt, das müssen wir uns gleich mal ganz dezent in Ruhe anschauen. Im Moment ist klar, ne, ich habe das ja immer so eingestellt, dass ein immer dezenter Rückstau auf dem Lagerband entsteht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal natürlich das Ganze laufen lassen und gucken, wo hatte ich denn da den Rückstau.
Irgendwann ist natürlich auch dieser Rückstau hier weg auf dem Band. Und dann schauen wir mal. Meine tatsächlich, dass es daran gelegen hätte. Turbodraht und das ganze Zeug, das ist, glaube ich, alles schnell genug gewesen. War, glaube ich, tatsächlich Kunststoff. So, lassen wir das doch einfach mal laufen. Da kann ich ja hier die... Moment. Haha, ich kann die Supercomputer, kann ich ja dann auch ein bisschen schneller laufen lassen, ne? Hier kommen jetzt raus 2,5 Computer pro Minute, das heißt 1,25 Computer pro Minute kommen drüben an, weil ich lasse ja auch welche ins Lager laufen. Das heißt, hier kommen 1,25 Computer pro Minute an, auch momentan 0,75 pro Minute. Geht das jetzt für zwei Computer? Das müsste eigentlich passen. Also, ich verdoppel hier mal einfach die Produktionsrate. Stell die mal auf 40% hoch. Theoretisch habe ich ja jetzt von drüben doppelt so viel, das müsste eigentlich passen. Dann haben wir die Produktion eigentlich schon verdoppelt, wenn das alles so passt mit dem Material. Das bleibt abzuwarten. Im Moment passt es. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die Lagerbänder hier gleich, die Zulaufbänder hier gleich leer laufen oder nicht. Im Moment sieht das ja noch ganz vernünftig aus. Kann aber sein, dass das gleich irgendwo leer wird. Wir werden sehen. Okay. Dann basteln wir hier oben mal so ein bisschen mal durch, ne? Weil das hier die ganze Zeit so eine super offene Lagerhalle. Auch blöd. Das macht richtig Spaß, hier durch die Gegend zu fliegen. Schöne ist, dass das sehr, sehr schnell hier vonstatten geht eigentlich. Ne? Vorausgesetzt natürlich, man hat genug Material. Da gehen wir nämlich gleich auch noch mal kurz drauf ein. Ich hab ja meine Produktionsstätte für die für den Förderlift oben. Ich habe eine manuelle Produktionsstätte, wie ihr wisst, und da habe ich für den Förderlift eben entsprechend was drin, was schon produziert wird, nämlich hier diese besonderen Stahlträger oben rechts da. Für Phase 3 1822 habe ich da schon reingepackt. Und verstärkte Stahlträger heißen die, glaube ich. Da bin ich gerade bei. Wenn die voll sind, dann können wir uns um den nächsten Teil kümmern. Könnte man natürlich auch mal so ein ganzes Deck mit manuellen Produktionsstraßen basteln. Dann kann man tatsächlich noch mehr auf einmal herstellen. Wenn das dann irgendwie... Ah, wenn da mal irgendwie mehr benötigt wird von irgendwas. Und dann kann man sich Sachen aus dem Lager fischen, kann die da reinkloppen und dann laufen lassen. Im Moment habe ich genau eine Produktionsstraße pro Teil, sage ich mal. Einzige, was ich da nicht drin habe, ist der die Schmelze.
Die könnte ich da, upsala, die könnte ich da eigentlich auch noch mit einfügen. So, die Hallenwände stehen. Brauchen wir noch? Hallo? Also. Wir benötigen noch ein bisschen Dach. So. Auch schon mal. So ein bisschen auf die Ausrichtung achten, wegen diesen. So. Gegen diesen Steg, ja, damit das auch vernünftig ausschaut. Ja, das habe ich hier so ein bisschen perfektioniert, diesen Dachbau, ne? Zack, zack, zack. Aha, ja, sehr perfekt. Kein Material mehr. Aber was soll's? Ist ja nicht so, dass wir da nicht genug von hätten. Irgendwo hier vorne. Siehst du, ich wollte mir doch eigentlich auch noch ein bisschen Treibstoff in den Explorer packen. Weil inzwischen produziere ich ja genug davon. Das heißt, ich kann mir die Biomasse, kann ich mir komplett sparen. Da kann ich andere Sachen daraus herstellen. Könnte ich dann zum Beispiel Stoff mit herstellen. Das können wir ja gleich mal machen. Wir bauen uns gleich so eine kleine Produktionsstraße, die teilweise die Materialien automatisch kriegt, im anderen Teil manuell eingefügt werden müssen, wie jetzt Biomasse, ne? Um halt Stoff herzustellen. Wobei, da brauche ich Biomasse extra und ich brauche, wie heißt das andere Zeug? Ein Katerium nicht, das man manuell sammeln muss. Für Stoff. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber bin ja gleich mal in eine Produktion reinschauen, dann sehen wir das hier. Okay, ist nichts drin? Warum ist da nichts drin? Moment. So, ja. Das hatte ich ein bisschen gepflückt oben für die Phase 3. Da habe ich hier viel rausgepflückt. Das heißt, das ist alles in meiner manuellen Produktionsstraße oben. Ich bin da mal ganz kurz dahin gehen. Wollte sowieso mal schauen, wie weit das Ganze ist. Dächer bauen können wir gleich immer noch. Hier hatte ich mir vier Tanks hingestellt, um die. Vier Lager hingestellt. Den hier kann manuell Sachen drin herstellen, wenn es dann irgendwie mal eng wird an irgendeiner Stelle, kann ich mir Sachen aus dem Lager pflücken, die hier reinwerfen. Hier ähnlich, ne? Lager vor Ofen. Schmelze habe ich ja nicht hier, habe ich ja gesagt. Nur hier die Und hier haben wir den Konstruktor. Im Konstruktor, ich habe überall hier die Fragmente reingepackt, damit wir hier schneller produzieren können, wenn dann was anliegt. Man sieht, anfänglich habe ich die Weihnachtsproduktion noch hier drin gemacht. Inzwischen läuft das ja oben automatisch. Aber da kannst du dann auch manuell ein bisschen was reinpflücken. Und hier, ah ne, das war der Fabrikator, war das nur, genau. Konstruktor. Oder war das andersrum? Ne, ne, Konstruktor ist der da vorne, das ist der Fabrikator. Ich werfe die immer durcheinander, vom Namen her aber nur. So, modularer Rahmen. Und Stahlträger, ne? So, das heißt, da habe ich wieder, wie viele von? Um 1822, das heißt, mir fehlen da noch 607. Ja. 178, genau. Und die haben wir auch noch nicht. Aber es oder doch, warte mal. 600. Habe ich. Ausmachen. Materialverschwendung.
erzählen soll, ne? Zack. Kannst die Wände abschließen. Cool. Also den einen Step zumindest. So, dafür muss ich natürlich, wieso renne ich hier eigentlich in meiner Produktionsstätte mit einer Knarre rum? Ist doch Quatsch. Schnappen wir uns mal so eine. Ah ne, hier habe ich meine Abwurftruhen. Ne? Machen wir mal ein bisschen leer, alles einlagern. Hier den Rest einlagern. Da geht auch noch was. Jetzt bin ich vollkommen leer. Das heißt aber auch, ich muss aufpassen. Ne, warte. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kenne das. Wenn ich den nicht mit, wenn ich keinen Treibstoff mit habe, verlasse mich ja darauf, dass ich in der Luft bleibe. Dann stürze ich nachher wieder zu Tode. Auf einmal der Saft alle ist. Will ich hier? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier unten hin. Ja, nee. Da wollte ich hin. Hui, hui. So. Dann lass uns doch mal ein paar hier raus. Lass uns mal alle da raus. Alles entnehmen. Und zum Weltraumlift. So, da ist er. Kann ich das so da reinpacken? Nein, kann ich nicht. Tatsächlich alles darüber schieben. Ja gut, dezente Überproduktion. Nicht schlimm weiter. Das ist weiter nicht schlimm. Wie ich gerade feststelle, hat sich der Ton wieder aufgehängt. Behebe ich mal eben. Irgendwas ist hier merkwürdig. Ich weiß nicht warum. Ich weiß immer noch nicht warum. Gehen wir mal eben zum Fehlerteufelchen hier. Und dann behebe ich das mal schnell wieder. Geht ja eigentlich ganz fix, ne? So. Und schon läuft der Ingame-Ton auch wieder. Ja schon, nee, kann ich noch nicht. So, jetzt müssen wir die herstellen hier. Siehst du, und dafür brauche ich den Fabrikator. Eve, gleich oben, ah nee, den Manufaktor brauche ich dafür. Und den Fabrikator sehe ich. Muss ja hier auch die, wie heißen diese kleinen, da wo ich zwei von brauche hinten, die muss ich auch noch herstellen dafür. Muss ich überlegen, 500, ich brauche also 1000 von diesen Fragmenten da. 1000 Stück. Das ist eine Menge. Und ich genau weiß, was ich dafür brauche. Erstmal ganz kurz hier ein paar Sachen in eine wie auch immer geartete Truhe werfen. Oh, Moment. Mal ein bisschen umsortieren. Wusste ich nicht, dass ich hier Lebensmittel drin habe. Das war eigentlich so nicht geplant. Die sollten eigentlich in die Truhe.
Nee, die da hinten, aber egal. Ich tue die jetzt hier in die Truhe. So. So. Wenn ich dann wieder Pilze habe, dann kann ich auch weitere von diesen schönen, leckeren Energiespendern hier herstellen. Die sind sehr praktisch, finde ich. Weil man eben wesentlich mehr herstellen kann, als wenn man da so einzeln irgendwelche Früchtchen isst. So. Was wollte ich? Wollte mir mal eben kurz die Herstellung beschauen, wie viel ich dafür brauche. Nicht alles täuscht, stellt man die hier drin her. Da muss ich mal einmal einen Blick werfen. Genau, da. Intelligente Beschichtung heißt das, genau. Dafür brauche ich verstärkte Eisenplatte und Rotor. Juhu. Heißt aber auch, erstmal das hier alles nehmen und das hier alles nehmen. So. Muss ich irgendwie das Förderband noch eben leer laufen lassen? Förderbänder sind leer, das heißt, wir können jetzt umstellen. Gut, dann holen wir uns mal Eisenplatten und Rotoren. Vielleicht hätte ich noch mal schauen sollen, wie viele. Ich brauche ja 1000 Stück davon. Und die Anzahl ist ja da nicht unerheblich, ne? So, ich brauche immer eine Eisenplatte und einen Rotor. Das heißt, ich brauche 1000 Eisenplatte und 1000 Rotor. What? Das ist ja nett. Das ist ja nett. Oh, Moment. So, 1000 Eisenplatte und 1000 Rotoren. Da hier hin, die werde ich erstmal wieder los. Sicher nicht so viel über. Und die kann ich auch wieder loswerden. So, auch wieder weg. Produziert fleißig nach. So, und jetzt brauche ich von diesem schönen hier brauche ich 1000 Stück. Das heißt, 10 Stacks brauche ich davon. Das sind in einer Reihe schon mal 8. So, fange ich hier 1. Oh! War's nicht. Ja, Moment. Nochmal von vorne. Also 1. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 10 Stacks davon, das heißt, da haben wir schon mal 1000. Und jetzt brauche ich noch 1000 Rotoren. Hoffentlich habe ich so viele. Ach. Die stelle ich ja schon lange her, ja. Wahrscheinlich schon. Rotoren, da sind. Stator, Stator, genau, das ist Stator. Wo habe ich denn die Motoren gelassen? War vorbeigelaufen? Die sind hier vorne. Hier sind die. So, davon brauche ich auch noch mal 1000. Das ist natürlich praktisch. Also, 2, 3, 4.
Auch noch mal 10 Stacks. An nichts mehr hin. Ups, einfach voll reingeflogen in das Teil. Einmal die natürlich. Und einmal die. Schon stellt er mir in der richtigen Menge die intelligente Beschichtung her. Muss ich nochmal eben hier reinschauen. Auch ein modularer Motor. Dafür brauche ich jeweils zwei intelligente Beschichtungen. Ich mache 500 Stück, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Ich baue ja 1000 Stück davon. Zwei Motoren, das heißt, ich brauche auch 1000 Motoren. Und ich brauche 15 Gummi. Kann ich jetzt natürlich hier noch ein bisschen kombinieren, was man eben. Und zwar baue ich mir jetzt mal eben hier. Aha, ja. Ich kann auch gar nichts bauen, weil ich die Sachen gar nicht im Inventar habe im Moment. Aber ich hole mir die natürlich gleich wieder. Das heißt, ich schließe das Ding gleich kurzerhand mal eben hier an dem Lager an. Dann fängt der nämlich. Dann schiebt er das nämlich direkt hier rüber und dann brauche ich nur noch 1000. Was haben wir gesagt? Oh, wie viel Gummi brauche ich denn? Ich brauche 15 Gummi. Ohohoho. Das ist eine Hausnummer. 15 Gummi. Uiuiui. Moment. Motor war da hinten. Ach, da verlaufen hier im eigenen Lager. Motor, ich komme. Da ist er. So, Motor. 1000 Stück, richtig. Richtig. So, das sind aber nur 50er Stacks. Das heißt, ich benötige 20 Stacks davon. So, das sind 8, das sind 16, das sind 20. Ups. Ja, und wieder falsch gemacht. So, 20 Stacks davon habe ich gesagt. Ne? Jetzt nur 19. So, 20 Stacks habe ich. 20 Stacks Motor. Jetzt noch Gummi. Gummi. 150. 150 pro Teil. 500 Teile habe ich. Sind 100 Teile 1500, richtig? Sind 7500. Gummi. Ich? Richtig. 7500 Gummi. Oh, das sind schon mal 2000. Viertausend, sechstausend, hunderte, vierhundert, hundert, achthundert, tausend, so immer siebentausend und jetzt noch 500. So, haben wir alles.
weiß, es gibt hier so eine schöne Liste, die man da machen kann oder nehmen kann. Aber ich persönlich finde so ein bisschen Kopfrechnen zwischendurch nicht verkehrt. Das kann, ja. So. Brauche ich da noch? Entweder schiebe ich die nachher manuell darüber, das kann ich natürlich machen. Oder ich baue eben ein Lagerband dahin, ne? Ein Fließband darüber. Machen wir das so. Lass uns eben ein Fließband dahin ballern. Fertig. Genug geschoben. So. Muss wieder aufnehmen. Mein Treibstoff. Meine Maske. Gasmaske ist nie vergessen. Das ist wichtig. Filter. Eisenbarren. Habe ich sowas denn mit mir rum? So. Da nehmen wir was von mit. Da nehmen wir was von mit. Da nehmen wir was von mit. Nehme ich mit. Natürlich Turbodraht. Nehme ich die, nehme ich. So. Auch mal mitnehmen. Supercomputer auch. Statoren auch. Kabel noch. Und natürlich Moon. Moon. Nicht vergessen. Auch noch aufstocken. Rohr noch. So, da müsste ich eigentlich von allem entsprechend. Oh, mehr Supercomputer brauche ich nicht. So, jetzt müsste ich eigentlich von allem, was ich brauche, wieder was im Sack haben. Ne? Eisenstangen habe ich, das habe ich. Oh, Moment. Glaube, mir fehlt. Jawohl, Stahlbeton fehlt mir. Stahlbeton habe ich nicht dabei. Hatte ich davon nichts mehr, oder? Wie kommt's? Doch, da ist doch. Da. Stahlbetonträger. Alles da immer. Gut. Dann wo? Oh. Kleiner Ruckler hier. Immer am Laggen. Dann machen wir uns mal. Jetzt mal hier so ein Moped hin. Ah, mittig. Hier. Das sollte passen und das sollte passen. Einmal, zweimal. Da sind sie. So, sehr schön. Die Produktion läuft, ja, die läuft direkt durch. Ach nein, warte mal. Das Band muss ich mal kurz killen.
Ansonsten laufen die hier rein. Und da die als unterstes reinlaufen, werden die natürlich auch als erstes genommen für da drüben. Dann hätte ich hier das fertige Endprodukt drin. Das wäre ja auch nicht ganz richtig. Eigentlich könnte das schneller sein, richtig? Komm, lass uns mal hier. Ups. Lass uns mal hier drei Energiefragmente holen und die da reinballern. Aus Energiefragmente. Warte mal. Hatte ich nicht irgendwo hier noch gesammelte Schnecken da? Das sind Energieschnecken. Finden wir ja mal. Da ist auch noch eine. Da sind auch noch 19. Wow. 19 Fragmente, das ist ja krass. Da ist er. Gerade schon gefragt, wo mein Exoskelett ist. So, wie habe ich denn davon? Ich dachte, ich hätte, guck mal, da sind 20, da sind 19. War einige von inzwischen. Schlecht. Jetzt benutze ich sie kaum, ne? So, dann wollen wir mal. Blaue Fragmente. Also. Ein Fragment. Ach, da kommen zwei raus aus den gelben. Im lilanen kommen fünf raus. Wo? Ja. Perfekt, würde ich sagen. So. Dann lagern wir die mal ein. Und dann geht das, was habe ich denn hier schon hier noch stehen? Guck an. Der kann natürlich auch wieder weg. Dann hätte ich schon wieder drei. Haha. Die Gießerei brauche ich ja da unten nicht mehr, ne? So. Habe ich noch drei in der Tasche gleich. Den Turbo anwerfen. 55 Megawatt braucht er jetzt. Erstmal. Okay, das heißt, da stelle ich jetzt erstmal für Phase 3 das zweite her. Oh, und wenn das durch ist, dann kümmern wir uns um den Rest hinten. Wobei, nicht, dass ich davon vielleicht auch noch dem Vorgängermaterial, was brauche. Was ich denn dafür? Naja, auf jeden Fall kein modularen Motor, das ist schon mal gut. Kabeltrommel brauche ich. Oder nee, automatische Verkabelung heißt das ja. Platine, Rahmen und Computer. Lässt sich ja herstellen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Das kann ich dann aber auch so machen. Das muss ich noch herstellen, die habe ich schon. Das heißt, das lasse ich dann wieder hinten reinlaufen von dem Konstruktor aus und nee, vom Fabrikator aus, genau. Und auf der anderen Seite lasse ich dann die anderen Materialien rein. Sehr schön. Dann
Können wir uns jetzt wieder schöneren Sachen widmen? Bock auf einen kleinen Ausflug? Wer kann ich machen, ne? So, da ich die eine Sache jetzt gerade abgeschlossen habe und meine Kaffeetasse leer ist, werde ich jetzt mal ganz kurz für 3 bis 5 Minuten im Background verschwinden und mir einen neuen Kaffee holen und bin danach direkt wieder für euch da und es geht hier weiter. Bis gleich.